Hey und hallihallo zu einer neuen kreativen Folge von Rising World. Ja, ich wurde gefragt, hey, kannst du nicht mal irgendwie sowas wie ein Aquarium bauen? Und ich dachte mir so, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber wir probieren es aus. Dafür müssen wir, ich möchte jetzt ein Aquarium nicht aus Holz bauen, sondern hab mal hier einen Fensterrahmen mit dem Material 75 gecraftet. Das geht mit diesem Ding. Das wird quasi Item. Dann ist das Window 1. Das ist das erste Fensterrahmen. Davon habe ich mir gleich einen ganzen Stack gemacht. Und die ID von dem Eisen, von dieser Eisentextur, ist die 175. So, wenn ich das mache, bekomme ich einen Stack mit Fensterrahmen in Eisen. In Eisen Lookalike quasi. Sieht dann so aus. Und jetzt habe ich mir hier so einen kleinen Sockel gebaut. Und darauf werde ich jetzt das Aquarium bauen. Oder sagen wir, ich versuche es zumindest. Ob das klappt, weiß ich nicht. Aber das werden wir jetzt gleich sehen. So, natürlich brauchen wir unten so ein Ding. Dann brauchen wir eine Rückwand, eine Vorderwand und natürlich noch zwei Seiten. So, das sollte relativ schnell gehen. Das muss ein bisschen kleiner sein. So. Und hinten muss es auch noch rein. So, das wäre ziemlich schnell zusammengefrickelt. Was wir jetzt noch brauchen, sind Glasscheiben. Die habe ich irgendwie auch noch im Start. Ach, die habe ich sogar in der Hand. Jetzt packen wir natürlich überall noch eine Glasscheibe rein, wie es sich für so ein Aquarium gehört. Dort, hier und hier auch noch. Oh, jetzt wird es langsam dunkel. Was wir jetzt noch brauchen, ist eigentlich Wasser, ne? Ja, so richtig eisenmäßig sieht es auch nicht aus. Ich habe eigentlich gedacht, es wäre vielleicht ein bisschen cooleres Eisen, aber naja, gehen wir mal kurz in die Luft und schauen mal, wo unser nächstes Wasserdepot ist. Und dann füllen wir da mal Wasser rein. Das sind alles nur Löcher, Löcher, Löcher. Da ist Wasser. Dann fliegen wir dort fixe hin, hauen uns gerade ein bisschen Wasser in den Eimer und schmeißen das Wasser dann mal in das Aquarium, um zu gucken, ob das dann drinnen bleibt, ob das Aquarium wasserdicht ist. Weil das wäre ja quasi. Oh, ich kann den Eimer nicht mit Wasser füllen. Ich kann den Eimer nicht mit Wasser füllen. Wo müssen wir hin? Ich habe die Richtung verpeilt. Ich glaube in diese Richtung, oder? Da sind wir richtig. Das ist natürlich eher doof, irgendwie ein bisschen. Wenn wir jetzt kein Wasser da reinschütten können. Dann war das ja ein relativ kurzes Tutorial. An sich ist das Prinzip aber klar. Man könnte jetzt natürlich noch sagen, ich mache mir irgendwie hier die Ecken noch irgendwie schön. Ich kann das natürlich auch ohne das Grid bauen und dann die Rahmen ineinander verschwinden lassen. Das kann jeder für sich selber entscheiden. Ich wollte vielleicht das Aquarium nachher in der Welt auf so eine Art Regal stellen und dann hier diese Holzstäbe quasi durchlaufen lassen und dann eine Holzplatte bauen, wo es draufsteht. Deswegen habe ich es jetzt hier so gelassen. Müssen wir aber nachher mal in der Welt schauen. Ich würde sagen, da wir jetzt kein Wasser reinfüllen können, müssen wir es tatsächlich in der Live-Umgebung ausprobieren. Und daher mache ich jetzt hier Schluss und dann baue ich gleich sofort im nächsten Video, das dann irgendwie in vielleicht 2 Stunden oben ist, das Aquarium auch schon ein. Hier wird es eh dunkel, von daher sehen wir uns in der Survival-Welt. Bis dann!